Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zu einem weiteren Illusion Game und zwar heute mal Emotion Creators. Das Spiel ist kein Spiel, sondern ein Programm zum Entwickeln von Spielen. Ja, viele Leute könnten das vielleicht irrtümlich vielleicht wirklich für ein Spiel halten. Es ist aber kein Spiel, sondern es ist wirklich dafür gedacht, ein eigenes Spiel zu entwickeln. Und zwar, ich habe mich selber noch nicht so ganz richtig damit befasst. Es gibt ein gutes Tutorial, dass ihr euch, wenn ihr das Spiel angucken solltet, einmal spielen solltet. Oder besser gesagt, das erklärt euch sehr viele Dinge, die ihr hier machen könnt. Szenen anordnen, dies, das. Wir fangen einfach mal. Es gibt Play, das sind vorgefertigte Szenen, die ihr spielen könnt. Die kann ich euch einfach mal zeigen. Das hier alles sind... Oh, toll, muss ich wieder hier einen Cut draufsetzen. Nur damit ich darüber Bescheid weiß. Könnt ihr Szenen spielen, die schon voreingestellt sind. Oder, und da kommt jetzt das Lustigste von der ganzen Sache, selber Szenen kreieren. Ihr habt den Boys, Girls, das sind eben Posen, könnt ihr selber machen. Ihr könnt auch eigene Maps erstellen. Oder eben halt dann, wenn ihr mit den ganzen Kram fertig seid, eigene Girls gemacht, eigene Boys gemacht, ein paar Posen vielleicht noch selber hergestellt oder eine Map fertiggestellt. Oder ihr wollt gleich direkt in den Szenenbereich reinspringen. Da springen wir einfach mal gleich direkt rein. Wie gesagt, im Tutorial wird es noch ausführlicher erklärt. Ich selber habe es mir bisher auch noch ein bisschen angeguckt. Aber interessant auf alle Fälle ist es schon. So, ihr könnt einen Titel eingeben, dann machen wir einfach mal Test. Ich nenne es jetzt einfach Test. Man kann den Titel immer wieder umbearbeiten. Dann hat man hier seine Protagonisten. Zum einen nehme ich erstmal, ich nehme ihn und Karen. So. Die zwei nehmen wir einfach rein. Dann können wir uns Maps aussuchen, wo wir das Ganze spielen wollen. Zum Beispiel, wir werden erstmal nur fürs Test einfach nur eine Map nehmen. Nehmen wir einfach mal die Sporthalle. Einfach um das Ganze nicht zu ausführlich. Wir können noch mehr Maps hinzufügen, indem wir immer adden. Zum Beispiel Rooftop könnt ihr dann eine Map zusammenbasteln. Ihr könnt dann noch hier die Stage nehmen. Was weiß ich, euch soll ja der ganze Kram recht sein. Ach, wir können eigentlich Rooftop wirklich mal nehmen. Ich mag Rooftop. So, nehmen wir Rooftop. Ihr könnt so viele Protagonisten hier reinfügen, wie ihr eigentlich wollt. Das bleibt euch überlassen. Und ihr geht auf Next. Dann startet eigentlich das ganze Ding. Wow, sagt ihr. Was ist denn das jetzt? Ja, ihr habt jetzt, das ist so gesehen das Basic, das die Aufbausituation, wo ihr Sachen einbauen könnt. Ihr könnt jetzt zum Beispiel sagen, ihr wollt eine Story belebende Content mit reinbringen. So, dann wollt ihr noch was haben, was weiß ich, sie treffen sich danach irgendwo anders noch oder so, dann könnt ihr es hier runterziehen. Ihr könnt also so den ganzen Story-Part gleich hier ranpacken. So, machen wir das mal so. Dann gibt es vielleicht eine Age-Szene, die ihr mit einbauen möchtet. Könnt ihr gerne auch machen. Ihr könnt auch hier raufklicken, was alles mit drin sein soll. Na, alles mit inbegriffen. Es gibt auch verschiedene Bereiche, wie die Age-Szene enden könnte. Da sieht man dann Together zum Beispiel oder eben Teil, was weiß ich. Da machen wir zwei Sachen halt mit rein. So müsste sich, glaube ich, oder war das jetzt, war das Crosswide? Wie war das nochmal? Irgendwie kann man das auf alle Fälle auch einstellen, dass die eben halt noch geändert wird. So, also jetzt mal so, also es ist Grundfokus jetzt, ne? So, dann verbindet ihr die Wege noch miteinander, zum Beispiel so. Na, so will er noch da, dann geht das hier raus und dann geht das, ach, das kann ich jetzt gerade nicht, weil ich das doof gepackt habe. Dann packe ich das eben halt, damit es optisch ein bisschen schöner aussieht, nach da, nach da. Und nach da, dann gehen wir eben halt so den ganzen Treebaum ab. So, fertig. Ihr könnt die Storylines natürlich noch umbeschreiben, wie zum Beispiel hier Treffen. Dann, was weiß ich, wie nennen wir die Storyline? Talk. So, Treffen, Talk und dann Kaboom oder lass knallen. Ach Gott, man sollte auch schon schreiben können, ne? So, jetzt knallt es. Boom. Habt ihr dann reingeschrieben, dann habt ihr die Storylines ungefähr so ran und hier zum könntet ihr zum Beispiel auf die nächste Story-Age-Scene rübergehen. Könntet ihr. Oder ihr sagt einfach, ihr delt das Ganze, wenn euch irgendwas falsch gekommen ist und ihr geht in die nächste Storyline mit rüber. Storylines haben immer nur einen Part. Bei Age-Scenes kann es variieren, dass wenn man mehrere Age-Scenes hintereinander, glaube ich, koppelt,
dass sie verschiedene, na scheiße, das wollte ich gar nicht, verschiedene Dinger nachher ausufern lassen. Je nachdem, wie man sich danach entscheidet, kann man dann, glaube ich, auch verschiedene Bereiche einloggen, wie man das halt eben haben möchte und dann zum Schluss zum Beispiel sagen, man geht hier raus, ich mache das jetzt auch mal ganz kurz fertig, so, man geht hier raus und endet dann Quit in der Story. So wäre jetzt ein kompletter Ablauf einer kleinen Story geschrieben. Man, ihr seht hier, ihr habt genug Platz, ihr könnt sehr viele Story-Content-Lines hier rein basteln, wie ihr es halt haben möchtet. Ihr könnt sie dann auch später rausschneiden, müsst aber nur gucken, dass die Verbindungen stehen, sodass ihr eben halt sagen könnt, ja, das passt. Na, damit ihr immer einen Anfang und ein Ende mal so gesehen habt. Zum Start, wir gehen jetzt einfach mal, wie ediere ich das Ganze über Edit. So, da geht ihr dann eben halt in diese Sache mit rein und ihr seht, es sieht chaotisch aus. Ja, das ist einfach nur erstmal der ganze Anfang, der ist erstmal drin. Ihr habt verschiedene Cuts, die ihr setzen könnt. Ihr könnt Parts mit Maps, wir haben ja den Rooftop mit drin, den können wir jetzt mit dazu holen. Und dann können wir mit dem ersten Cut eigentlich mal so gesehen beginnen, indem wir die Character vielleicht mal ein bisschen zuordnen. Das Edit vom Placement, damit editiert ihr halt, wie ihr die Leute halt setzen wollt. Zum Beispiel ihn können wir jetzt einfach mal so beziehungsweise hier hinsetzen. Vielleicht eventuell kriegen wir ihn noch zum Sitzen. Das ist ein bisschen fummelig mit der Maus, das Ganze ein bisschen zu gestalten, aber wenn man sich erstmal reingefuchst hat, dann müsste das wahrscheinlich gehen. So, dann haben wir Karen. Karen können wir auch noch ein bisschen umändern, auch noch in einem anderen Placement platzieren. Vielleicht, vielleicht, wir können mal ein bisschen weiter rausscoren. Vielleicht sieht das ein bisschen einfacher aus. So haben wir ein bisschen mehr Übersicht über die Fläche, was gerade ist, wisst ihr. So, dann kommt Karen von hier oben vielleicht raus. So, und dann haben wir jedenfalls erstmal schon eine kleine grundlegende Finish-Sachen-Edit drin. Jetzt können wir noch auf Animations gehen. Wir sind gerade auf Karen geklickt. Da gehen wir auf die Animations. Eventuell soll Karen mal walken oder gehen. Das sieht ein bisschen alles nicht gerade so aus, als würde Karen Bock haben zu gehen. Nee. Ich glaube, das hier könnte... Ja, das ist gehen. So, dann würde Karen jetzt so gesehen den Gang machen. Man könnte ja noch die Augenbrauen ansehen. Man könnte sogar noch Voices reinpacken. Ich weiß aber jetzt nicht, wie das mit den Voices funktioniert. Da müsste man irgendwie ein Voice Pack einsetzen. Extensions, Rotations. Man kann noch Rotation, man kann noch die Pose weiter, das Placement wieder bearbeiten. Display. Es gibt so viele Sachen hier zu bearbeiten. Hier könnt ihr in Words, in Loops, in Words. Können wir auf Edit gehen. Da. Seht ihr, also da könnt ihr wirklich hier Voice Packs mit reinpacken. Wie zum Beispiel hat sie jetzt Joy You. Und dann können wir als Plus noch einen weiteren Dir. Dann würde sie jetzt You und ich glaube Dir sagen, ne? Oder? Hat sie da, also das ist falsch. Warte mal, Voice Pack und dann Dir. Ich hoffe, das ist so richtig. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Sie können sogar Name mit reinbringen. Ne? Also, es ist eine ganze Menge. Angry. Es ist sehr viel da drin, was hier, ne? Was hier mit drin ist. Also, ihr seht schon, das kann man. Man kann sich in dieser Sache sehr verlieren und man kann schon alleine von daher was fertig machen. Mail, was weiß ich. Father, Old Sister, Dad. Können wir dann noch machen. Oh, schön. Papa. Ja, Papa, echt? Hat sie Papa sogar gesagt? Unglaublich. Ich wusste gar nicht, dass die Voice Line überhaupt existiert. Act 1, Detective. Ihr seht, also da kann man sehr, sehr viel reinpacken. Name. Da kommen, und hier unten ist noch mehr Voice Line. Na? Also, viel, 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 viel zu tun. Und viel, viel, viel zu machen. All? Hat sie das auf Join? Ja, Join. Deswegen redet sie so komisch. Anta, so. Können wir das mal machen. Und dann will ich dir noch mit dazu haben. Plus und dir. Ich glaube, das hat sie jetzt so gesagt, ne? Warte mal, gehen wir noch mal.
Ich mache einfach nochmal Myself. Das ist ja, also da würde es schon passen. Man muss sich halt ein bisschen mit denen durcharbeiten, damit eben halt die Voice Line. Immer die erste anklicken. Und dann kommt die zweite Voice Line hinterher. Ja? Ist eine Arbeitssache. Ist eine reine Arbeitssache. Also man kann hier packen, was man will. So. Das soll sie sagen. Seht ihr, dann würde das passen. Wir safen das einfach. Oder besser gesagt, wir lassen es einfach drinnen, ja? Können wir das? Ja, können wir Voicemail. Ist fertig. So, dann hat sie das Voicemail drinnen. Das ist also für Karen. Für ihn selber können wir dann auch, wie gesagt, ein Voicemail zusammen machen. Aber eben halt, es ist alles sehr, sehr, also man muss schon sehr, sehr gucken, was man hier alles irgendwie reinsetzt. Das ist schon sehr, sehr viel. Gibt es eigentlich auch eine Sitzanimation? Nein, gibt es nicht. Okay, es gibt keine Sitzanimation. Da können wir vielleicht mal, den Customizer wollte ich nicht anschmeißen, den Editor anschmeißen. Ja, es gibt sogar noch einen eigenen Editor für diese ganze Sache. Wenn euch wenn ihr eine Sache nicht habt, könnt ihr über den Editor nochmal extra alles zusetzen. Das heißt also, ihr könnt die Höhen verändern über den Editor. Ihr könnt, wie machen wir das jetzt? Die Beine? Würde er sogar noch extra die Beine auseinanderziehen oder was? Ja. Also ihr könnt hier über den Editor noch so viele Sachen eingehen lassen. Und noch so viele Sachen extra fertig machen. Ich sag ja, das ist, in Shareware das, glaube ich, ne? In Share. Ihr könnt sogar extra noch Sachen aussuchen. Also es ist schon sehr, sehr viel, was man so alles finden kann. Und auch sehr, sehr viel, was man alles bearbeiten kann. Hier kann man sich, wie gesagt, alle Achsen anzeigen lassen. Fokus, Pedal, Center. Also ihr seht schon das Spiel, oder besser gesagt, es ist kein Spiel. Es ist schon wirklich ein reiner Editor, wo man wirklich mit arbeiten muss. Und auch Lust haben muss. Ich kann jetzt nur nicht leider die Höhe. Dafür müsste ich wahrscheinlich irgendwas anderes einsetzen. Wahrscheinlich schon von den Basic Poses irgendwas ändern, damit ich die Höhen einsetzen könnte. Können wir hier noch was? Ja, hier zieht er die Hand, glaube ich, ein bisschen weiter raus, oder? Wenn wir jetzt hier raufklicken. Oder macht er das hier automatisch? Ich bin nicht sicher. Ich müsste mich da selber auch erstmal ein bisschen durchackern und tun und machen. Auf alle Fälle ist das ein Teil, womit man Spiele bearbeiten kann, fertigstellen kann, Szenen machen kann. Wenn man dann schlussendlich fertig ist mit der ganzen Gemeuchel und Gemorder und Gemache und Getue. Jetzt muss ich erstmal wieder zurückkommen. Wie war denn das? Access nicht, Center. Ja, komm mal wieder zurück dazu. Wenn du was spielst. Reset? Nein. Wie war denn das nochmal? Habe ich mir selber jetzt die Fokusline weggepackt oder was habe ich mir jetzt gemacht? Muss ich mal gucken, ob ich mir selbst das Fokusline-Ding weggemacht habe. Es ist, wie gesagt, man muss sich hier wirklich reinspielen. Wir resetten einfach mal, komm. Wenn, dann gehe ich einfach auf Quit. Genau, Quit. Quit ist es einfach. Dann kann man jetzt sagen, man hat jetzt hier zum Beispiel die erste Line gezogen. Man kann ja auch selber Voice-Lines reinhauen in Voices. Man kann auch selber Keep, Loop, oder eben halt andere Sachen wie Edit hier zum Beispiel, kann man sagen, ein Atmen mit reinbringen. Je nachdem, wie man Bock hat. Ne? Und dann, wenn man jetzt zum Beispiel fertig ist mit der Szene und man sagt, ah ja, die Szene gefällt mir, so soll das sein, macht man den Cut und nimmt den zweiten Cut mit dazu. So. Und schon kann man im zweiten Cut wieder neu bearbeiten. Mit dritten Cut, vierten Cut, fünften Cut, sechsten Cut, wie man es halt haben möchte. Bis man dann sagt, man ist fertig und man geht wieder zurück. Und schon hat man das Treffen durch und schon ist diese Szene bearbeitet. Ne, wenn man das richtig hingekriegt hat. Dann kann man hier noch weitermachen, hier noch weitermachen, hier noch weitermachen. Bei den Age kann ich jetzt leider nicht so viel zeigen. Da könnte man eben halt alle Titel und dies und das alles einstellen. Dann den Story Ende und dann raus. Das ist das ganze grundlegende Konzept dieses Games. Das ist also kein richtiges Spiel, das ist ein reiner Creator zum Erstellen von eigenen Storylines und im Koikatsu-Universum mit Stil. Also jeder, der jetzt selber so eine,
Ihr könnt, wie viel kann man hier eigentlich insgesamt reinklatschen? Das Ding ist ja riesengroß eigentlich mal so gesehen. Man kann ja sagen, man macht hier, man macht da. Jetzt nehmen wir mal die Line hier mal raus. Wenn wir das trennen wollen, müssen wir dalen, okay. Dann geht man hier rein. Man kann also supermäßig die Storylines noch untereinander klatschen und kann dann sagen, hier, was weiß ich, wie viel kriegen wir insgesamt rein? Boop, nochmal. Hier seht ihr, die Liste ist lang, ne? Boop. Wir machen einfach mal Bob. So, dann gehst du mal nach da. Wir machen mal ein paar rein, damit wir mal sehen, was für eine Länge hier eigentlich erzaubern könnt. Ich weiß nicht, ob es dann wirklich insgesamt so lange ist, weil so lange habe ich es dann auch noch nicht gespielt. Aber ihr seht schon, ihr habt einen großen Bereich an Story. Guckt euch das an. Jetzt ist es gerade erst voll und ihr könntet alles vollklatschen, wie ihr wollt. Naja, also man kann schon ein größeres Spiel hieraus sogar basteln, ne? Wo man sagen möchte, hey, das passt ja. Klar, irgendwann gibt es immer ein Ende. Aber deswegen soll ja auch der Quit-Bike-Note sein, ne? Und dann, wenn man wirklich irgendwann mal an den Ende angekommen ist, wir gehen mal runter zum Quit, dann kann man auf Testplay machen, kann sich das ganze Spiel nochmal in aller Ruhe angucken, ob denn noch alles soweit funktioniert oder ob man noch irgendwo in irgendeiner Line was bearbeiten muss. Deswegen sollte man auch wirklich hier die Sachen benennen. Weil ansonsten findet man das, wenn man das alles nur unter Story gepackt hat, nachher in den ganzen Haufen nicht mehr wieder. Man weiß nicht mehr, an welchem Part man das gerade bearbeiten musste. Deswegen solltet ihr immer Test 1, Test 2, Test 3 oder besser gesagt schon gleich rausgeben, was euch im Kopf so vorschwebt. Und dann macht ihr das Ganze einfach alles nur fertig. So, dann Check Data, Title und dann könnt ihr das Ganze als safen noch. Dann könnt ihr es safen machen, dann ist es gesaved. Und es wäre dann so gesehen, wenn es. Bei mir im Falle jetzt gerade funktioniert es nicht, würde es nicht funktionieren, weil ich es gar nicht richtig verkuppelt habe und gar nicht richtig angepasst habe. Aber dann wäre es eigentlich so gesehen ein fertiges kleines Spiel, das ihr selber spielen könnt. Eure eigene Story, euer eigener Content, eure eigene Sachen. Ihr könnt die Charakter selber reinpacken, ihr könnt von Koi Katsu die Modelle hier reinpacken. Ihr könnt so gesehen euer eigenes Spiel mal selber entwerfen, wie ihr es haben wolltet. Es ist eine unheimliche Arbeit, die man da reinsteckt. Das weiß ich selber und es ist auf alle Fälle nicht für jeden was. Aber bevor sich die Leute losgehen und sagen, ich hole mir den Creator, Emotion Creators und weiß nicht, was das ist, fand ich es wichtig, hier einfach mal reinzubringen, damit ihr jedenfalls wisst, das ist kein Spiel, das ist wirklich nur dafür gedacht, um eben halt Spiele zu entwickeln. Wir können mal auf ein Network. Ich will mal wissen, ob sein Network überhaupt noch funktioniert. Ach Gott, ja. So. Accept. Wir gucken mal nach, ob ich da überhaupt noch reinkomme. Ich weiß, sie haben ja schon teilweise die ganzen Sachen abgeschmiert und auch die Server sind ja schon down. Ich weiß nicht mehr, ob man da überhaupt noch reinkommt. Das ist gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme. Gucken mal, aber es sieht schon schlecht aus, dass ich da noch irgendwo reinkomme. Früher konnte ich da mal rein, da konnte man sich auch Sachen runterladen noch. Aber ich glaube, die haben die Server ja schon abgeschmiert, ne? Ja. Failed Information. Da gibt es leider nichts mehr. Früher konnte man sich da ja was runterladen. Leider geht das aber heute nicht mehr, weil ja die Server down sind. Aber trotz allem, vielleicht gibt es noch irgendwo Seiten, wo man sich von Emotion Creators Spiele runterladen kann. Die kann man ja einfach einpacken. Ist ja dann fertig. Da kann man sich ja reintun in die nötigen Ordner und dann selber spielen. Ist aber trotzdem ein schönes Teil, muss ich ganz ehrlich sagen, die Motion Creators. Für alle Leute, deren Studio vielleicht. Ja, es ist eine Art Studio, kann man sagen, als eigenes Motion Creators. Finde ich aber trotzdem nicht schlecht. Einige Leute werden sagen, ich nehme lieber das Studio. Ist völlig in Ordnung, könnt ihr auch weiterhin nehmen. Ihr habt das halt nur bei der Titelstory-Zusammenlistung ein bisschen übersichtlicher, ne? Also ihr könntet hier wirklich über die Titel alle schön ordentlich sauber zusammenpacken und hättet dann den Reim, den Rhythmus, die Schlange, die dann runtergeht bis zum Ende und so eben halt euer fertiges Spiel. So, ich glaube, das reicht zum Erklären aus und ich hoffe, es war gut erklärt und ich hoffe, wie gesagt, nimm es mir nicht böse, ich habe selber noch nicht so in die Materie reingefuchst. Deswegen, es gibt Leute bestimmt, die das Ding selber schon oft genug gespielt haben, die sich hier supermäßig auskennen. Vielleicht könnt ihr ja Tipps und Tricks unten in die Kommentare reinhauen. Es war nur so eine an einer Oberfläche gekratzter Angang zum Emotion Creator.
Creators. Ich wollte auf alle Fälle damit erstmal nur mal hinweisen darauf, dass dieser Emotion Creators kein Spiel ist, sondern wirklich nur zum Kreieren von eigenen Spielen ist. Nicht, dass man sich dann hier den Emotion Creators holt und dann völlig enttäuscht ist, weil man damit eigentlich gar nichts richtig anfangen kann, außer seine eigenen Spiele zu entwerfen. Und für Leute, die da gar keinen Bock drauf haben, ihr könnt das gerne umgehen, ihr könnt das gerne sein lassen. Für Leute, die sich jetzt aber sagen, oh, interessant, wusste ich ja gar nicht. Dem wird vielleicht bei der Emotion Creator sehr gut gefallen. Und vielleicht holt ihr euch das Ding ja und bastelt bald eure eigenen Spiele. Falls es übrigens wirklich eigene Spiele gibt, die ihr unbedingt präsentiert haben wollt, schreibt mir in den Kommentaren, schickt mir einen Link zu euren selbst erstellten Spielen. Ich werde mal reinschauen. Versprochen. Auf diesem Wege bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.